So. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Lang ist es her, dass ich hier mit der dicken Wurst gesessen habe. Der isst schon wieder gleich den Wasserhahn auf, denn wir haben wieder ein kleines Unboxing vorbereitet. Ich muss nochmal eine Ansprache halten, und zwar geht es um meine Amazon-Wunschliste. Die findet ihr unter den Videos in der Beschreibung. Und da habe ich immer so Samyang-Nudeln draufstehen, deswegen habe ich schon ganz viele Samyang-Nudeln bekommen. Dankeschön dafür an jeden Einzelnen, der mir immer Samyang-Nudeln geschickt hat und auch alles andere, was je geschickt wurde. Ich habe immer noch das Problem, dass bei gekauft steht ein 5er-Pack Samyang-Curry, aber keine Curry-Samyang hier angekommen sind. Das heißt, irgendjemand von euch hat einen Pack Samyang-Curry-Nudeln bestellt, was nicht geliefert wurde oder was halt verloren gegangen ist oder sonst was. Es wäre schön, wenn derjenige, der das sieht, vielleicht dann sagen kann, hey, das war ich. Weil ich nichts machen kann. Wenn ich bei Amazon anrufe und sehe, hey, ich habe gesehen, da steht gekauft, da hat jemand das bestellt. Ja, dann geben Sie mir mal die Bestellnummer. Aber ich habe ja keine. Ich habe es ja nicht bestellt. Ja, dann, wie, Sie haben es nicht bestellt? Falscher Kontozugriff oder was? Na, nein, da gibt es doch diese Wunschlisten. Was ist das? Ja, da kennen Sie sich wieder nicht aus. Ne? Deswegen, irgendjemand hat mir Currynudeln bestellt und die sind nicht angekommen. Oder der Amazon-Bote hat sie wieder einfach vor die Tür geschmissen, draußen auf den Markt, und sie wurden weggenommen. Es ist passiert, denke ich mal, dass es so gelaufen ist. Derjenige, der die bestellt hat, der müsste ja wissen, ob dort steht, wurde geliefert, wurde an den Hausbewohner übergeben, wurde an den Nachbarn übergeben, wurde auf dem Markt rücksichtslos zurückgelassen. Irgendwas muss ja dastehen, und eben über diese Bestellnummer könnte man dann eben auch eine Ersatzlieferung sozusagen tätigen und das bei Amazon melden, dass es gar nicht geht und dass sie vielleicht mal sagen, hier Jungs, schmeißt wenigstens in den Hausflur und nicht auf die Straße, und dann ist ja schon alles getan. Gleichzeitig geht es auch noch um die Amazon-Wunschliste, denn die Shenaya hat schon angekündigt, dass sie mir was bestellt hat von meiner Wunschliste. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist, aber es fühlt sich ziemlich schwer an, dafür, dass das Paket nur so klein ist. Ich könnte jetzt höchstens, wenn ich tippen oder vermuten wollen würde, denke ich vielleicht, es ist das, was ich als allerletztes jetzt auf die Liste gesetzt habe, weil ich mich darüber so gefreut habe, dass ich das jetzt entdeckt habe, weil sie selbst einen Bezug dazu hat und weil es halt einfach cool ist. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Ja, nein, vielleicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer hat aufmerksam die letzten Streams und so Zeugs verfolgt? Das sehen wir das gleich. Jetzt machen wir es aber mal auf. Wie gesagt, das ist von der Shenaya. Es kann nur von der Shenaya sein, das weiß ich schon. Obwohl da wahrscheinlich keine Grußkarte mit drin ist. Wir machen es mal auf. Und es ist wirklich das, was ich dachte. Adi, ich habe recht. Adi! Deswegen ist das auch so schwer, weil das einfach so fett ist. Guckt euch das mal an. Was ist das? Ja, der Adi sieht auch nichts, gell? Na, ich will auch gucken. Ja, Adi, guck. Adi, siehst du das? Weißt du, was das ist? Das ist Breaking Bad, die komplette Serie. So eine dicke, fette Box. Ja, warte, ich beiß mal rein. Nein, Adi, nicht. Eine der besten Dramaserien aller Zeiten. Breaking Bad, die komplette Serie. Und ich glaube, wir müssen das jetzt einfach hier auch mal aufmachen. Das setzt zwar dann wieder Staub an, aber ich muss jetzt unbedingt sehen, wie das da reingemacht ist in diesen Karton, wie es da weitergeht. 50 Stunden mit über 50 Stunden Extras enthält alle 62 Episoden auf 21 Discs. Insgesamt eine Laufzeit von 2833 Minuten. Wollt ihr das mal umrechnen, wie viel das ist, ja? 2833 Minuten. Jetzt ziehen wir das hier raus, das ist ein Pappschuber. Und in diesem Pappschuber ist dieses Set gewesen. Da habt ihr hier sogar noch ein kleines Heftchen dabei. Könnt ihr hier aufmachen, habt ihr hier Bilder und alles.
dann habt ihr hier einen Mann im Schlüpfer stehen, ne? Sieht er nicht süß aus? Season 1, da stehen auch extra die einzelnen Staffeln mit den einzelnen Folgen, alles dabei, eine kleine Beschreibung, eben wie viele Folgen es sind. Es ist cool gemacht, oder? Dieses schöne Buch ist schon alleine den ganzen Preis wert. Hier Season 3, ihr seht, da wird es schon härter. Jetzt fuchtelt doch da nicht die ganze Zeit rum. Season 4, oh mein Gott, da kriegt man ja richtig Angst. Ich glaube, das nimmt richtig an Fahrt auf. Season 5, ja, so sitzt du da am Esstisch, ne? War das drauf, dass es Hühnchen mit Reis gibt. Finale Season, Remember My Name, oh mein Gott. Ich glaube, da ist wirklich dann alles zu spät. Alles kaputt, alles tot. Wie sieht das jetzt hier aus? Ihr habt diesen fetten Karton, den macht ihr hier auf und habt hier überall diese Discs, immer zwei Stück auf einer Seite, dreht das rum, habt es dann weiter, hier immer noch erste Season, dann hier Disc 1, Folgen 1 bis 4 Bonusmaterial, also für die Season 1 immer noch. Und dann geht es immer noch weiter mit Bonusmaterial, ja, nee, denn... Ach, ich check gar nichts mehr. Das ist die erste. Die erste sind die Weisen. Die zweite, na eben nett. Das ist trotzdem immer noch die erste, aber Bonus für die erste. Aber die zweite, weil dann hier plötzlich steht die komplette zweite. Ja, die zweite ist einfach grün, genau. Die dritte ist dann hier so grau. Guck dir das an, das ist hier grau. Die vierte ist dann hier, hier ist der Good Soul Man, ne? Und dann habt ihr hier, da ist plötzlich alles bunt. Jetzt sieht es aus wie Prison Break. Ist genauso, ne? Prison Break ist auch einfach eine heftige Serie. Wir sind aber jetzt hier bei denen. Und dann klettert ihr weiter hier durch und seht so viele schöne, bunte Farben und so viele Motive. Und das ist auf jeden Fall grenzgenial. Und ich habe das nie gewusst. Das ist so ewig alt. Kennt ihr Breaking Bad? Jetzt mal ernsthaft. Habt ihr schon mal Breaking Bad geguckt? Kennt ihr die Serie? Die ist uralt. Ich glaube 2003 wurde die das erste Mal ausgestrahlt. 2008 das letzte Mal. Da war dann die finale Season. Jetzt ist es 2022. Und ich habe jetzt erst das erste Mal angefangen, das zu gucken. Und ich war begeistert, ich war hin und weg. Ich habe es ja schon mal erzählt im Stream, ich habe immer gedacht, Breaking Bad, oh mein Gott, ja, geht es halt bestimmt halt um so einen Drogendealer, so einen Drogenboss, so ein ultra brutales Schwein, sonst was, der da immer hier sein Crystal aufkocht, ah, was weiß ich, hin und her. Ich hätte nie gedacht, dass das so tiefgründig ist, dass das so dramatisch ist, dass das gleichzeitig aber auch so witzig ist und so unbeholfen, weil er eben kein heftiger Drogenbaron war, sondern eben einfach ein ganz normaler Mann. Ein Lehrer, der halt eben durch seine Krankheit gedacht hat, er hat eh nichts mehr zu verlieren, weil der Lungenkrebs hat, er hat nichts mehr zu verlieren und er möchte seiner Familie was hinterlassen, also hat er dann versucht, Geld zu machen, aber natürlich total unbeholfen, weil er eben nicht der harte, abgebrühte Motherfucker ist, ja. Aber im Laufe der Zeit verändert er sich, entweder verändert er sich durch das, was er erlebt, oder er war schon immer so und das kommt dann erst wirklich durch, wie er ist. Also so ungefähr habe ich das jetzt erlebt und das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Auch die ganzen Nebendarsteller, die ganzen Personen, die sonst da so involviert sind. Auch von der DEA, der Schwager, der da ist. Richtig genial, sehr interessanter Typ, finde ich alles super. Auch Jesse hier, sehr, sehr cool gemacht. Also das ist so feierlich, wie die immer miteinander umgehen. Das also die komplette Serie von Breaking Bad. Das ist einfach ein Weltkulturerbe, die muss man gesehen haben. Wer die nicht gesehen hat, guckt die euch wirklich mal an. Gibt es jemanden, der die noch nicht gesehen hat? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, gibt es jemanden, der die gesehen hat? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie findet ihr diese fette Box? Kann man zwar momentan kostenlos auf Netflix sich angucken, aber ich bin immer einer, ich möchte gern was in der Hand haben, mir das ins Regal stellen. Und wenn die bei Netflix verschwinden, habe ich die immer noch hier. Ne? Das ist richtig toll. Dankeschön, Genaya, auf jeden Fall für diese fette Box. Ich muss mich jetzt bereit machen, weil ich gleich in den 12-Stunden-Stream rübergehe und rüber wechseln möchte. Ansonsten, wenn ihr auch mir eine Freude machen wollt, könnt ihr ja mal in die Wunschliste gucken, aber bitte nicht Currynudeln bestellen. Ihr seht, die kommen eh nicht an. Und wenn du Currynudeln bestellt hast, dann melde dich. Wir müssen noch ein Hühnchen rupfen. Ein Hühnchen mit Reis, ja, so ähnlich.
Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.